Menschen Leid ist zu durch. erfahren. Es ist so Menschen ist krank, durch. ne? Nicht mal Leid. Menschen ist Das durch. ist so heftig, ne? Und die haben ihr Leben dafür gegeben. Was für wichtige Menschen. Also guck mal, oder. Geschichte 7. Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz. Vers 54. Du hast Rückkopplung. Hallo? Amir al-Mu'minin, Dr. Sheikh Abu Amir, kannst du uns Sahih al-Bukhari 3254 erklären? 3254. Einen Moment, ich gucke. 3254. Sahih Bukhari 3254. The Prophet said, the first batch of people who will enter paradise will be glittering like the full moon, and the batch next to them will be glittering like the most brilliant star in the sky. Their hearts will be as if the heart of a single man, for they will have neither enmity nor jealousy amongst themselves. Everyone will have two wives from the Huris, who will be so beautiful, pure, and transparent that the marrow of the bones of their legs will be seen through the bones and the flesh. Ja, der Allah beschreibt hier die Al-Hurul Ain, dass sie so transparent sieht, transparent aussehen, so wie durchsichtiges papiermäßig, ne? Und ja, da wird der Muslim dann halt sehr, sehr froh sein und sie beglücken, ne? Das ist so unglaublich. Hamza Abu Tanga ibn Schienbein. Was für ein Name, ey. Das ist so heftig, ey. Das ist so krank, ey. Ja, da seht ihr, ne, dass der Allah einfach diese Hurul Ain da so verspricht, die auf einmal so transparent aussehen, wie so durchsichtiges Papier. Und dann gibt es noch weitere Bücher, die das noch intensiver erklären. Wenn die dann so trinkt, diese Hurul Ain, dann sieht man das so, diese Flüssigkeit, wie die so runterläuft, weil sie so transparent ist. Das ist so heftig, ey. Ja, und die Muslime werden einen hohen Preis bezahlen, ne? Für ihre Ignoranz bezüglich der Schriften, ne? Dass sie glaubten, dass Gott ihnen ein sinnliches Himmelreich verspricht. Genau wie Glas, sehr gut, ja, genau wie Glas. Alexa antwortet, wo ist mein Bruder? Wo ist Abu Hetzerei hin? Alexa antwortet. Bitte antworten Sie mir. Dein Bruder ist. Nein. Man sieht den Knochenmark, genau, man sieht das Knochenmark. Ja, also sie ist transparent. Diese Frauen, diese Hurul Ain, sind transparent und man kann sie also, ne, durchleuchten sozusagen. Muss ich mal Aber. vorstellen, dass der Ibn Abbas gesagt hat, dass sie damit beschäftigt sind, Jungfernhäutchen zu zerfetzen, bis in alle Ewigkeiten. Das ist sehr heftig, ne? Ja, krass, krass. Ja, das ist schon krass, das ist schon heftig. Also, ja, ja, also, ich weiß nicht, wie kann man sowas so annehmen, aber ja, also, das Ja, ist. warte, ich warte mal ganz kurz. Ich muss dir noch etwas zeigen. Guck mal hier. Jeder Mann im Paradies wird 4000 Frauen, eine Mischung aus Huris und Nicht-Huris, für täglichen SEX haben. In welchem Verhältnis steht das zu Mohammeds Aussage, laut der Frauen der geringsten Zahl? Hier, guck mal, in Fath al-Bari, Seite 374. Jeder Mann im Paradies wird mit 500 Huris verheiratet sein und täglich insgesamt 4000 Frauen. Punkten. Und At-Tabarani zufolge würde durch einen Mann täglich 100 Jungfrauen ihre Jungfräulichkeit verlieren. Mashallah, Mashallah. Was für eine Wun. Hier, guck mal, was Allah macht. Nach dem SEX wiederhergestellte Jungfräulichkeit.
Der Gesandte Allah sprach, immer wenn die Männer im Paradies mit ihren Frauen Sex haben, wird hiernach die Jungfräulichkeit der Frauen wiederhergestellt. Sie werden wieder zu Jungfrauen. In Al-Bidaya wal-Nihaya, Band 20, Seite 350 und das Buch von Imam Al-Qurtubi im Band 15, Seite 42. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Omar, warum hast du dich gegen den Islam entschieden? Ist das nicht die heftigste Religion? Warum tust du das? Also, ich würde sagen so. Also moralisch gibt es im Islam große Probleme. Und nicht nur moralisch, wenn du die Kreuzigung guckst. Also, kurz, wie ich zum Glauben gekommen bin. Also, ich habe ja damals sehr viel Zweifel bekommen. Mir ging nicht gut. Und ich dachte, weil ich mich nicht Gott untergeordnet habe, deswegen geht's mir so schlecht. Und dann habe ich zum ersten Mal an einem See gebetet, habe gesagt, Gott, gibst du dich wirklich? Wer bist du? Wer kann mir wirklich helfen? Nicht Islam, nicht was weiß ich, wer bist du wirklich? Und dann habe ich gebetet, das hat nicht 10 Minuten gedauert, Armin, es sind zwei Frauen zu mir gekommen, die haben eine Bibel, das Neue Testament, mir in Hand gedrückt. Und da habe ich angefangen. Dann habe ich angefangen, Matthäus zu lesen. Warum? Ey, weißt du, wie wichtig ist es, Bibel zu verteilen? Weil irgendwo Gott hat die Wege vorbereitet für dich, für mich. Und das war genau das Kommen. Diese zwei Frauen habe ich nie wieder gesehen, nie wieder. Und das ist so krass. Dann habe ich Matthäus angefangen, wo ich bei der Bergpredigt war. Ich habe gesagt, warum keiner erzählt von diesem Jesus? Das war so heftig. Halleluja. Das ist. Halleluja. Und dann kam ich. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Ja. Dann kam aber ich die, warte mal, der Chat ist irgendwie eingefroren. Merkst du das? Also irgendwas stimmt hier nicht. Also den Chat sehe ich. Ich sehe ihn auch, aber niemand schreibt mehr. Schreiben die bei dir? Doch, ja, bei mir schreiben die. Ja, bei mir ist es eingefroren. Nee, bei mir ist. Ich sehe nichts mehr. Seht ihr den Chat? Ich meine die Zuschauer. Komisch. Ja. Warte mal.